Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Ich habe diesen Satz so lange nicht mehr gesagt und ich habe das Gefühl, jedes Video von mir fängt so an. Aber diesmal, ich war noch nie so lange weg wie jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich drehen soll, wirklich null. Ich wollte ein Schminkvideo drehen. Ich bin zwar schon geschminkt, aber so halb. Ich habe Kopfweh und ich fühle mich eigentlich total cranky. Deshalb habe ich hier ein Becher mit Medikament. Was ich eigentlich total hässlich finde, aber ich hatte gerade extrem Durst. Und ich habe mein Mikrofon gar nicht an. Oh Gott. Ich merke sowieso, dass ich so nie mit dieser Kamera wieder aufgenommen habe, sondern mit einem anderen und mit Mikrofon. I don't know what I'm making here, you know? Wisst ihr was? Ich schminke mich ab mit euch. Weil mich jetzt schminken mag ich nicht mehr. Ich habe die falsche Kamera, ich habe kein Mikrofon. Everything is bullshit here, you know? Ich brauche 2 Wattepads. Das sind 3. Ich brauche nur 2. Und ich schminke mich ab mit dem Garnier Skin Active Micellar Water in Oil All in One. Das blaue. Dann tue ich das auf ein Wattepad und drücke mir das auf das Auge. Dann verschmiere ich das und ja, das sieht sehr grob aus. Manchmal ist es auch grob, weil ich habe keine Lust, da stundenlang mein Gesicht abzuschminken. Hier überall in die Ecke. In die Stirn und dann wieder drauf reiben. Reiben, bis man ganz viel Öl im Auge hat und es weh tut. Oh, den Hals nicht vergessen. Warum bin ich hier so rot? Boah, ich bin so kaputt. I feel so khaki right now. So, als nächstes benutze ich hier das Hydro Boost von Neutrogena. Früher, ich war so blöd, also früher. In den letzten Videos habe ich das Produkt noch neu gehabt und ich wusste nicht, wie man das benutzt. Und ich hatte das Gefühl, das ist wie eine Creme oder so ein Gel, was man einfach so aufträgt und drauf lässt, obwohl das eigentlich zum Make-up entfernen ist. Aber ich weiß auch nicht. Und dann habe ich das nur auf die Hände getan und eingerieben und einfach so drauf gelassen. Ich dachte, das geht voll die Feuchtigkeit. Und dann ist es damp. Es steht sogar, glaube ich, auf dem Produkt selber, dass man das auf ein Wattepad tut. Und da kommt immer noch so viel. Ja, so viel mehr habe ich auch nicht mehr zum Anbieten. Ah doch, ich benutze dann noch ein, wie heißt das schon wieder? Ein Gesichtswasser mit Rosenwasser. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich benutze gar nicht so. Das tue ich mir dann auch noch aufs Gesicht. Und dann mache ich das auch großflächig auf den Hals. Oh shit. Wollt ihr das sehen? Was immer noch aus meinem Gesicht rauskommt, das kommt auch dabei raus. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Benutzen wir ein Gesichtscreme, Hydra Genius Aloe Water. Dann nehme ich 2. So, und jetzt kommen wir zu einer Augencreme, weil, ehrlich gesagt, ich weiß nicht wieso. Ja, das ist Anti-Falten, weil ich ja schon 20 bin, muss ich anfangen, meine Falten Aufmerksamkeit zu schenken. Trage ich mir das auf mein Auge und wie man sagt, muss man das jetzt tupfen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, das war's mit meiner Routine zum Schlafen gehen.
Sonst benutze ich eigentlich nichts mehr oder selten. Manchmal, wenn ich Lust habe, peele ich zum Beispiel noch mein Gesicht oder so. Aber das sollte man ja nicht zu oft machen. Deshalb. Ich hatte so Lust, wieder vor die Kamera zu kommen. Hier war ich. Es ist wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Video, aber who cares? Ja, ich hoffe, das nächste Video braucht nicht mehr so lange, weil ich habe Lust, mal wieder aufzunehmen. Ich habe Lust, wieder Zeit zu investieren. Ich hoffe, es freut euch, dass ich wieder mal ein Video gemacht habe, auch wenn es jetzt nicht wirklich spannend war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. And where's the